So, Update ist gemacht. Ich denke, ich muss nichts aktivieren oder so. Das wird schon passen, hoffe ich mal. Oh Gott, ist das hell. Ja, ist okay. Mal weg. Oh Gott. Pokémon Purpur. So, wo zum Geier haben wir aufgehört? Wahrscheinlich noch im DLC vom letzten Mal, ne? Na? Ach ja, Switch. Ach, ich bin immer noch ein bisschen verwöhnt von den PS5-Ladezeiten. Oder vom PC. Ja, es ist nur die Switch. Ich weiß. Der ist aber wirklich lang. Na, die Musik ist schon mal ein. Immerhin. Bring Ring! Hallo Dave, hier spricht Klavel. Hättest du gerade Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Boah, ich habe reichlich Zeit. Oho, du wirkst aber gut gelaunt. Das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten, daher komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte, das du nicht ablehnen kannst. Ist dir die Blaubeerakademie in der Einalregion ein Begriff? Noch nie gehört. Nanu, mir war zu Ohren gekommen, dass du dich mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben hast. Ach so, ja. Die Direktor besagter Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Er möchte dich dort als Austauschschüler willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern, Drogen zu nehmen, über Philosophie zu diskutieren und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch. Aber mach dir keine Sorgen, ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Dann können wir alles weitere besprechen. Nun denn, ich will dich nicht weiter stören, du hast sicher viel zu tun. Ja, ich habe viel zu tun, nachdem ich gerade gesagt habe, ich habe reichlich Zeit. Er hört mir aber auch nicht zu. Gib weiterhin gut auf dich 8. Ja, dann gib du auch gut auf dich 9. Nee. Was zum Fick ist mir nie hier nochmal? Hallo? Ah, hier, so. Warte mal kurz. Was haben wir eigentlich so im Team? Nee, warte mal, wir können ja Bericht machen. So, was haben wir denn? Wie heißt das Viech? Ein Maskagato. Ja, der Pflanzenstarter. Auf jeden Fall. Attacken, Attacken. Blumentrick. Ne, ich sehe es wieder nicht. Blumentrick, Nachthieb, Schlitzerknuddler. Oh, das war eigentlich ein geiles Moveset. Ach ja. Pinkerton. Wie heißt es im Deutschen? Graforgita. Ranforgita. Was auch immer. Was trägst du, Muskelband? Schlaubrille? Aha, aha, aha. Ey, der Riesenhammer. Eine geile Attacke. Pamomamamo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 m
Ja, schöne Schule auf jeden Fall. Also, das ist toll. Selbst spielt das erste Mal Pokémon. Gefühlt ja. Das ist ja wirklich peinlich, was ich hier abliefer. Holy shit. Blöde Menüsteuerung. Jedes Spiel hat eine andere Menüsteuerung. Dann kann man sich nicht... Oh Gott, hi. Schießt du? Nanu, erspähe ich da ein bekanntes Gesicht? Dich habe ich doch schon mal gesehen. Wer warst du noch gleich? Dave, mit Ausrufezeichen. Ich bin Dave. Ach ja, richtig, Dave. Aber klar, das wusste ich natürlich. Nun gut, dann fackeln wir mal nicht lange. Lass uns aufbrechen. Einen Moment bitte, Direktor Keanu. Keanu Reeves. Keanu Reeves ist jetzt Schuldirektor geworden. Ja, schau mal einer an. Klar, wie altes Haus. Du hier in deiner Akademie? Gut siehst du aus. Natürlich bin ich hier. Ich bin der Direktor. Und bitte nenn mich nicht so vor den Schülern. Hatten wir uns außerdem nicht darauf geeinigt, dass wir uns in meinem Büro treffen? Ach ja, das muss mir entfallen sein. Aber schwamm drüber. Es ging doch ohnehin um diesen Schüler, oder nicht? Das mag schon richtig sein, aber... Verzeihung, Dave. Du bist sicher gerade etwas verwirrt. Ja, zwei komische alte Männer, die ihre Midlife-Crisis nie abgelegt haben. Ja, egal. Das hier ist Keanu, der Direktor der Blaubeer-Akademie. Er ist derjenige, der dich für den Schüleraustausch gewinnen möchte. Jawohl, der Direktor, das bin ich. Hatte ich das noch nicht erwähnt? Seiner Reaktion nach zu urteilen, hattest du das wohl versäumt. Aber apropos, aus welchem Grund hast du ausgerechnet Dave als Austauschschüler auserkoren? Ah, gute Frage, Klavi. Nun ja, also die Sache ist die... Ich habe eine Glatze. Was war noch gleich der Grund? Ach ja, richtig, Kitakami. Er war doch auf der Exkursion dort mit einer unserer Schülerinnen unterwegs, nicht wahr? Ich glaube, sie heißt Hanna. Sie hat dich jedenfalls empfohlen. Das war die Schwester, ne? Und jetzt, wo du so vor mir stehst, ja doch, du hast mich überzeugt. Oh, du siehst also auch Potenzial in ihm. Als Austausch... Wir ihn einfach komplett ignorieren und einfach weiter mit uns. Es ist schön. Was ein Arsch. Überheblich exzentrisch. Ja, doch, passt schon. Als Austauschschüler würdest du dich sicher frischen Wind in unsere Akademie bringen? Ja, er verfügt über eine sehr gute Menschenkenntnis. Das muss man ihm lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Blaubeer-Akademie besuchen und dort neue Erfahrungen sammeln würdest. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Nee, will ich nicht. Sieh es als Erweiterung deiner Schatzsuche an. Erweiterung? Ich habe ja auch Geld bezahlt für diese Erweiterung. DLCs. Bah. Gerne würde ich dich selbst begleiten. Aber mit Direktor Keanu an deiner Seite solltest du gut betreut sein. Davon kann ich rausgehen. Aber sicher, keine Sorge. Ich hoffe, diese Erfahrung öffnet dir den Weg zu einem neuen, kostbaren Schatz. Neuen Pokémon vor allem. Nun denn, ich wünsche dir eine gute Reise. Und weg ist er. Ja, es ging schnell. Warum steht eigentlich ein Gengar hinterm Tresen? Moment. Sag mir einfach Bescheid, sobald du dich auf den Weg zur Blaubeer-Akademie machen möchtest. Ernsthaft, warum steht da ein Gengar? Ich möchte nicht mit euch reden. Ich möchte mit dem Gengar reden. Na gut. Hallo. Hey, siebene Serie. Hallo, Neon. Hättest du eine Woche lang jeden Tag gestreamt, könnte ich jetzt behaupten, dass ich jeden Tag da war. Ja, nee. Spätestens Montag ist Pause. Aber hallo, Neon. Na, bist du bereit, zur Blaubeer-Akademie aufzubrechen? Ja. Mei, warum nicht? Also dann, auf geht's. Und so wanderten sie 10 Wochen bis zur Einhallregion. Ah. Der Schatz von Zone 0. Bling, bling. Teil 2. Die indigo-blaue Scheibe. Ein Frisbee oder was? Blaues Frisbee. Das ist ein Sportspiel. Das sieht aus wie ein Frosch.
Der Schlitz ist der Mund und die Dinger da oben sind die Augen. Sie sehen das, oder? Tada, da wären wir. Wir gucken. Hey. Herzlich willkommen an meiner geliebten Blaubeerakademie. Die ist mitten im Wasser. Was du hier siehst, ist der Eingangsbereich. Fast alle übrigen Teile der Akademie befinden sich unter Wasser. Ist das nicht fantastisch? Und das ist noch nicht alles. Siehst du, wie herrlich blau hier alles ist? Wir haben uns stark vom Farbton der Blaubeere inspirieren lassen. Also blau. Wir sind sehr monoton, aber mal sehen, was denn noch? Hast du vielleicht erstmal Fragen an mich? Warum ist die Akademie unter Wasser? Oh, du stellst aber komische Fragen. Nun ja, also, das ist so. Ich habe gehört, dass die Akademie an eine Anlage am Meeresboden angeschlossen ist. Die der Ressourcenentwicklung dient. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist wirklich gut informiert, Tara. Ach, nicht der Rede wert. Und wen haben sie da bei sich? Einen Gast? Ganz recht, das ist Dave. Schön. Er ist zum Austausch hier. Ich bin sicher, ihr werdet euch prächtig verstehen. Was? Ist das etwa der Schüler aus Paldea, von dem ich gehört habe? Entschuldige, ich sollte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Tara. Ich bin im zweiten Jahr hier. Es ist echt selten, dass sich Direktor Keanu den Namen eines Schülers merkt. Also musst du echt was Besonderes sein. Was hat sie da für komische Spangen? Oh je, ertappt! Oh, aber wo du gerade hier bist, Tara, der den Namen nicht auch weiß, weil sie anscheinend echt gut ist. Wieso stellst du unsere Neuankömmlung der Akademie nicht etwas genauer vor? Wie bitte? Ich soll das machen? Deinen Erklärungen kann man vermutlich mehr trauen als meinen. Das mag sein, aber es gibt doch sicher jemanden, der geeigneter ist, dafür ist als ich. Oh Gott, sie ist die Hermine, oder? Oh, bitte versteh das nicht falsch. Das hat nichts mit dir zu tun. Direktor Keanu hat nur die Angewohnheit, Arbeit auf andere abzuwälzen. Ein klassischer Chef. Was, ich soll was machen? Nee, macht ihr das mal. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Übrigens Zitat eines meiner ehemaligen Chefs. Und das ist ein absolutes No-Go. Oh, ich bitte um Gnade. Andererseits wäre es schon cool, den berühmten Dave besser kennenzulernen. Wir sind berühmt. Ja, natürlich bin ich berühmt. Ich meine, ja, klar. Wusste ich. Na gut, was soll's. Ich kümmere mich drum. Grandios. Also dann, gehen wir einfach geradeaus weiter Richtung Eingang. Hä? Hey, begib dich zum Eingang. So. Okay. Unser Tor. Ich laufe jetzt erstmal hier hinten lang. Ich guck mal, was die hier so haben. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, welche Pokémon es vorher schon gab. Deswegen ist das Blubella neu? Sind die Wingull neu? Wir sind halt mitten im Meer, tatsächlich. Wir sind nicht mal an Land angeschlossen. Okay. Kann man nicht irgendwie sprinten? Ne, so nicht. Nennt es Pfeifen? Weiß ich nicht. Anscheinend ist das Schnellste, was ich kann. Kann ich ja auch mounten. Das war schon mal... Wie geht mounten? Nee, pfeifen kann man da. Ach, ich weiß es nicht. Ach, Mann. Ich hab doch alles vergessen. Oh, wei. Ja, da war richtig dicke Eier. Ein Magma. Keine Ahnung, was hier neu ist. Mann. Ich kann so nicht mal gucken, wenn ich ein Pokémon sehe, weil ich ja nicht mal den Pokédex halbwegs komplettiert habe. Das ist der Eingangsbereich der Blaubeerakademie. Diese Schule legt großen Wert auf Pokémon-Kämpfe, musst du wissen. Hier auf dem zentralen Kampfplatz finden unter anderem offizielle Kämpfe statt. Ist der unbenutzt, steht er allen Schülern zur freien Verfügung. Du solltest hier also öfter Gelegenheit haben, zu kämpfen als an anderen Schulen. Ja, ganz genau, so ist es. Und nicht anders. Habe ich natürlich alles gewusst. Mit Ihnen im Nacken wird die Sache nicht unbedingt leichter, Direktor Keanu.
Wo war ich? Ach ja, die Meeresbrise hier ist sehr angenehm. Deshalb verbringen viele Schüler ihre Pause auf den Zuschauerplätzen, selbst wenn gerade kein Kampf stattfindet. Oh, und es gibt auch noch eine andere besondere Sache an unserer Schule. Halte ich fest. Wilde Pokémon terrakristallisieren hier manchmal. Aha. Oh, stimmt, ein Paldea ist sowas ganz normal. So ist es. Das Phänomen der Terrakristallisierung wurde in Paldea entdeckt. Wir haben aufbauend auf dem Terrakristallorb unsere ganz eigene Technologie entwickelt, mit der sich die Terrakristallisierung kontrollieren lässt. Und jetzt willst du doch bestimmt wissen, wie wir das erreicht haben, oder? Nee. Eigentlich ist mir das egal. Ich glaube, die Erklärung ist leichter zu verstehen, wenn wir uns unten befinden. Meinen Sie nicht auch? Ach, du denkst wirklich an alles. Oh, ich hätte da eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr beiden gegeneinander kämpft? Was, jetzt sofort? Jetzt sofort. Ich würde gern sehen, was Dave so drauf hat. Tara ist ein Mitglied der Top 4, unsere Liga AG, musst du wissen. Außerdem ist ihr Vater ein Arena-Leiter der Einer-Region. Von ihr kannst du sicher etwas lernen. Hey, sie plaudert hier einfach so persönliche Informationen über mich aus. Das ist ein absolutes No-Go. Erinnert mich immer mehr an meinen alten Chef. Der hat auch dauernd persönliche Sachen vor allen anderen Mitarbeitern über jemanden ausgeplaudert. Datenschutz war da nicht. Ich schaue mir den Kampf gleich aus nächster Nähe an. Bitte entschuldige, wenn Direktor Keanu sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abbringen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf unseren Kampf. Hier in der Blaubeerakademie werden hauptsächlich Doppelkämpfe ausgetragen. Oh Gott, Doppelkämpfe. Mal sehen, wie du dich darin schlägst. Viel Erfolg. Oh Gott. Double Battle. Wann haben wir nochmal im Team? Ah, Spoiler zu Schwarz-Weiß Remake? Maybe? Oh Gott, meine Schule ist selber hinten. Egal. Pokémon-Trainerin Tara fordert dich heraus. Flosseminon. Okay. Als Vertreterin der Blaubeerakademie darf ich mich nicht von dir blamieren. Ja, wirst du trotzdem. Was sind deine... Bla bla, 70. Ah ja, okay, wir sind ein bisschen drüber. Vielleicht ist es noch stärker. Das ist irgendwie egal, ne? Ja, was habe ich ausgewählt? Ich habe nicht aufgepasst. Das hat vielleicht eher... Weiß nicht, lass erstmal Puzzle rausnehmen. Das wäre erstaunlich wenig Schaden. Das auch! Blitzfänger? Oha! Oh, wirklich? Paralyse. Erster Move. Ist das frech? Beide! Was? Wie kann denn ein Move instant beide meiner Pokémon paralysieren? Das kann doch schon wieder nicht sein, oder? Riesenhammer auf Minun. Das Ding machen wir jetzt fertig. Ja, das Viech wird jetzt halt immer stärker, ne? Das ist doch... Das Ding hat jetzt halt schon plus zwei Special, ne? Ah, willkommen im Competitive DLC. Seine Worte, ey. Es geht schon wieder los. Ich kann nie handeln. Und dann Mama ist paralysiert. Meine Plus-Minus-Taktik ist nicht aufgegangen. Dann bleibt mir wohl nur noch hohe Gewalt. Stahlobor, was für ein Ding? Excadrill. Wie heißt das Ding im Stahlobor im Deutschen? Kurzes Hallo zwischendurch. Hallo, Brave. Herzlich willkommen. Zum heutigen Dave hat wieder Pech. Stream. Ich würde Excadrill eigentlich echt gern loswerden, glaube ich. Was ist Excadrill nochmal? Stahl, Boden, Stahl, Gestein? Ach, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung. Das muss weg. Excadrill tut weh. Stahlobor. Einmal gut durchrütteln, bitte. Ja, das wird jetzt definitiv was töten. Stahl, Boden. Horsepower, ja. High Horsepower im Englischen oder nur Horsepower? High Horsepower, glaube ich, ne? Yes, yes.
Ja, ohne Scheiß, dass er mit der ersten Attacke beide von mir paralysiert, ist einfach nur frech. Oh! Hast du was dirty? Uff, der Angriff hat gesessen. Mal sehen, wie ich das rausreißen kann. Gar nicht. Da hier Elektro. Ich mach ihn fertig. So. Ja, du wirst doch eh sterben. Ja, lass einen Nahkampf machen. Echte Hand. Hat das ein Beat geklopft? Klapp, 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 klapp. Das ist schneller? Immer noch? War Palmo so langsam? Ha. Ne, Excadrill ist einfach nur fucking stark. Excadrill war das Speedrun-Pokémon. Oh Gott, für Gen 6 oder 7? In irgendeiner Gen war es das Speedrun-Pokémon. Ich weiß gerade aber echt nicht mehr welche. Ja, ja. Deathsync, I don't know. I don't care. Bezüglich Samstag, hast du schon einen Plan, wenn du anfangen möchtest? Geplant ist immer ab 20 Uhr. Da, ich habe vorhin schon erklärt, mein Körper holt sich gerade den ganzen Schlaf zurück, den ich während meiner Krankphase irgendwie verpasst habe. Kann das Nahkampf machen. Nahkampf macht keine Zeit mehr. Kommt man nie an. Deswegen schlafe ich gerade sehr unkontrolliert und viel. Also ab 20 Uhr. Vielleicht ein Ticken früher, wenn ich es denn schaffe. Ach stimmt. Mit dem Move hat man sich gefühlt. Um 20 Uhr wäre ich immer noch mitten in einem Cast. Tja, also darfst du gerne Zeit lassen. Oh, ein überwältigender Sieg. Naja. Die Paralyse war trotzdem frech. Wahnsinn, du weißt wirklich, wie man kämpft. Ich hätte nur gerne gesehen, wie jemand aus dem Heimatland der Tether-Kristallisierung sie einsetzt. Habe ich nie gemacht. Hier in der Blaubeer-Akademie wurden erst vor kurzem Tether-Kristall-Orbs verteilt. Vielleicht wirst du mir ja noch ein paar Tipps geben können. Komplett vergessen, dass dieses Feature existiert. Gut gemacht, ihr beiden. Ein wahres Spektakel von einem Kampf war das. Ach ja, wir haben übrigens auch eine Schuluniform für dich. Hier, probier sie doch mal an. Dann fühlst du dich bestimmt gleich als Teil unserer Akademie. Sind wir uns gerade mitten auf dem Schauplatz? Ja. Natürlich. Die haben uns alle zugeschaut. Was ist das für eine Schule? Der Vektor kommt. Oh, hey. Hier, mitten im Pausenhof, wenn alle da sind, zieh dich doch mal um. Ma. Die steht dir super. Schneidig siehst du aus. Nimm doch bitte noch auch das hier an dich. Eine blaue Style-Karte. Was für ein Ding? Blaue Style-Karte, ja. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Ah. Mit dieser Karte kannst du in den Kleidergeschäften und Friseursalons von Paldea noch mehr Auswahl haben. Ja. So, jetzt wo du richtig zu uns gehörst, wollen wir doch mal weiter ins Innere der Akademie. Du kannst dir an der Schranke da drüben aussuchen, wohin du möchtest. Dann bekommst du auch die weltberühmte Terra-Kuppel der Blaubeer-Akademie zu sehen. Die Terra-Kuppel. Ich möchte das mal heilen. Heilst du? Nee. Habt ihr hier ein Poké-Center hier oben? Irgendwie nicht. Und geil, mit der Info-Person. Ach doch, kann man. Wir kommen an der Blaubeer-Akademie hin. Ich sage ja. Oder wurde mein Team... Ah, mein Team wurde geheilt. Okay. Ja. La. Also für den Test. Ja, von dem Test würde ich auch nichts hören wollen. Wohin möchtest du gehen? Weiß ich nicht. Tether-Kuppel anscheinend. Ich habe nur das. Oh Gott. Der Aufbau erinnerte mich gerade sehr an Metroid Fusion. Super Spiel übrigens. Solltet ihr alle mal gespielt haben. So, warte mal. Was war Karte? Ah, das ist Aufmounten. Die blöde Karte. Nein. So, hier. Oha, das ist aber groß. Oha, das ist aber richtig groß. Das haben wir uns gespoilt. Schleichen uns da jetzt hin. Dass man da nicht mittig runterkommt, ist aber verwirrend.
Und das ist alles unter Wasser. Ich sehe doch Wolken. Ihr lügt doch. Wie bewegen sich sogar die Wolken? Ihr habt einfach die Skybox genommen. Das ist ja quatschig. Das hier ist der Stolz der Blaubeerakademie. Der Jaden. Einen wunderschönen guten Abend. Der Stolz der Blaubeerakademie. Jaden. Moment. Einen wunderschönen guten Abend. Was gab's? Monster Hunter Rise. Rise. Das war das für die Switch, oder? Was? Ich glaube. Hast du was gelegt? Hast du gefarmt? Beliefs. Das hier ist der Stolz der Blaubeerakademie. Der weltberühmte Unterwassernaturpark. Die Terra-Kuppel. Oh, ein Terra-Raid. Okay. Kaum zu glauben, dass wir uns unter dem Meer, unter der Meeresoberfläche befinden, oder? Da Projektionen an den Wänden und an die Decke geworfen werden, könnte man meinen, wir seien oben im Freien. Wieder 5 kleine Quests gelegt. Ah ja, gibt's aber auch für PC. Oh, guck an, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist Switch-only. Was immer heißt, ja, das ist der Switch-Teil. Aber ich habe auch keine Ahnung von Monster Hunter. Ich habe zwar World mit dem DLC, aber nie gespielt. Ich habe es auch nur, weil das bei irgendeiner Grafikkarte als Code dabei war. Ich dachte mir eigentlich so, ja, irgendwann kannst du mal reingucken. Ja, nie gemacht. Irgendwann gucke ich mal rein. Vielleicht. Das ist mir zu grindy. Ich will nicht. Da muss man 100-mal den gleichen Gegner machen, nur für eine Rüstung. Nee. Das ist mir zu blöd. Aber kein Crossover zu Switch. Oh, kein Crossplay. Ja, das ist ja doof. Weil Nintendo ja bei Crossplay sogar dabei ist. Nur Sony stellt sich bei Crossplay mal quer. Hier werden die optimalen Lebensräume für verschiedene Pokémon künstlich erzeugt. Das habe ich übrigens alles selbst entworfen. Und es war nicht billig. Das darfst du mir glauben. Im Inneren der Kuppel gibt es 4 Areale. Hier siehst du das subtropische Savannenareal. Mhm. Rechts davon befindet sich das Küstenareal, das erdtropisch angehaucht ist. Auf der linken Seite haben wir das zerklüftete Canyon-Areal. Und zum Schluss gibt es dort hinten noch das schneebedeckte Polarareal, das noch mehr geglitscht hat als die anderen. Ich werde mich immer über dieses Spiel lustig machen. Es ist ein gutes Spiel, aber technisch ist es einfach eine Frechheit. Die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten werden in jedem Areal strengstens reguliert. Daher trifft man in den 4 Bereichen völlig verschiedene Pokémon an. Ganz schön ausgetüftelt, was? Welches Areal interessiert dich am meisten? Actually, das Eisareal. Du machst es also kalt, was? Ich komme mit Kälte nicht so gut klar, aber Eis-Pokémon können echt niedlich sein und stark. Wenn du deine Pokémon wieder aufpäppeln willst, stehen dir hier im Inneren der Kuppel sogenannte Heilomaten zur freien Verfügung. Heilomaten! Wie war der mal? Die darf ich selbst bedienen, ohne eine Schwester Joy? So viel wird mir jetzt zugetraut. Boah. Den Stream mit Eminem Lose Yourself zu beenden, ist halt schon nice von einem Raid. Okay. Und nun eine Frage an Sie, Direktor Keanu. Wie kommt es, dass an der Blaubeerakademie wilde Pokémon Terror kristallisieren und Kristalle entstehen? Das soll ich beantworten. Aber das weißt du doch sicher selbst. Oh, Schwester Joy wurde gecancelt. Es gab einfach irgendwann nicht mehr genug. Die Reproduktion von Schwester Joyce ist nicht hinterhergekommen, wie der Bedarf gestiegen ist. Robots, hallo Paris. Ja, ich verstehe schon. Ich soll auch mal was zur Tour beitragen. Ja, also der Grund dafür hängt an der Decke. Schaut mal nach oben. Eine Disco-Kugel, geil. Wo ich hinter denn ist richtig Party. Das, was da am künstlichen Himmel prangt, ist der Kuppelkern. In ihm befindet sich eine Flüssigkeit, die mit einer speziellen Substanz aus Paldea versetzt ist. Er strahlt kontinuierlich Terrakristallenergie aus und ermöglicht so innerhalb der Kuppel die Terrakristallisierung. Ganz genau, eine wunderbare Erklärung. Wo Sie es gerade erwähnen, was ist eigentlich diese spezielle Substanz im Kern der Kuppel? Dazu gibt es keine öffentlichen Informationen, oder? Tja! Oh, jetzt habe ich es doch glatt selbst vergessen, worum es sich dabei handelt. Das hatte ich alles Brianna überlassen. Deswegen kenne ich mich nicht so gut damit aus. Ich habe es mir noch gedacht. Oh nein, Schulgong. Oh nein.
In Kürze beginnt der Praxisunterricht im Küstenareal. Alle teilnehmenden Schüler werden gebeten, sich im Küstenareal zu versammeln. Ding dong dong, oh nein, oh nein. Schulgong. Nee. Mr. Joy wird arbeitslos in den nächsten Teilen. Nur noch Heilomaten. Von Robotern ersetzt. Das wäre creepy ein bisschen. Wie es aussieht, fängt der Unterricht gleich an. Das ist doch perfektes Timing. Hättest du Lust, gemeinsam mit mir einen ersten Eindruck von unseren Akademiekursen zu bekommen? Ah ja. Hey, du bist wissbegierig. Das gefällt mir. Weber. Ich registriere mal schnell, registriere mal schnell die Karte für die Kuppel auf deinem Smart-Rotom. Ist das meins? Meins sieht aber langweilig aus. Die Karte der Terra-Kuppel wurde deiner Karten-App hinzugefügt. Die hatte ich doch gerade eben schon. Lüg mal nett. Meiner Meinung nach macht es mehr Spaß, die Terra-Kuppel im Alleingang zu erkunden. Eine Führung, bei der man jemanden anderen folgen muss, wäre da wahrscheinlich eher lästig. Gut, dann treffen wir uns gleich beim Unterricht im Küstenareal. Da findest du mit Sicherheit hin. Na, ihr scheint ja auch ohne mich bestens zurechtzukommen. Wie bitte? Wir haben dir bereits ein Zimmer eingerichtet, Dave. Schau es dir doch mal an, sobald du etwas Zeit hast. Ach, und öffne doch bitte mal kurz deine Pokédex-App. Blop, 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 blop. Dein Pokédex wurde um den Blaubeer-Pokédex erweitert. Yay. Dann lass es mal ordentlich krachen und fang jede Menge Pokémon in der Terra-Kuppel. Ich wünsche dir viel Vergnügen hier in unserer Blaubeer-Akademie. Bye, bye. Jetzt ist er wirklich einfach gegangen. Aber mach dir keine Sorgen. Auf mich kannst du dich verlassen. Dann haben wir doch irgendjemanden. Los, gehen wir zum Unterricht. Boah, dieser Satz. Los, gehen wir zum Unterricht. Ja, nee. Oh, Schule war zum Kotzen, ey. Ich warte im Küstenareal auf dich. Das einzige Gute an der Schule war, dass du den Nachmittag frei. Oh. Ah. Bist du aus dem fernen Osten, wo die Krapfenbezeichnung verwirrend ist. Oh, was machst du denn da? Hast du wieder Kundentermine vor Ort?